Hallo und herzlich willkommen zurück zum Politik-Tycoon mit der Blauen Partei. In der letzten Folge sind wir zuletzt in den Bundestag eingezogen. Warten noch auf eine Koalition. Ja, mal gar nicht aussieht. Und Grüne, AfD, Wählerverband. Naja. Und Kanzler Rot, Kiesewetter. Warum? Einfach warum? Arbeitsministerin Ramona Bob, Außenministerin Alice Weidel, Bildungsminister Mike Moring, Kaye Wähler, Familienminister Carsten Hiesel, Finanzministerin Gabi Schmidt, Gesundheitsminister Hans Blöck und vieles haben politisch, das ist ja lustig. Umweltminister Norbert Röttgen, Verkehrsminister Andreas Kalwitz und Verteidigungsminister Frau Höchst verlässt die AfD. Gucken wir mal, ob wir die Frau Höchst anwerben können. Eigentlich sind wir aber zu unbedeutend. Ja. Fernsehen. Ja, eine Grüne. Holen wir doch mal eine Grüne ran. Schade. Keine Ausländerin. Klar. Bald mit der Emmy weiter vorlieb nehmen. 21. Fragen. Berlin ist ja bekanntermaßen nicht gerade böse Nährboden für etwas rechte Parteien. Ich starte jetzt mal eine Parteizeitung. Macht das hier auf. Normal. Probier jetzt einfach mal was da gewinnen. Und wenn wir dazu Verlust machen, was gerade. Lass das erstmal noch. Geben wir deutlich mehr Geld aus. Aber momentan haben wir es. Momentan. Wenn wir mal wieder Geld dort haben, dann gar nicht gucken. Nee, wir ziehen nicht ein. Schade. Dann halt. Hauptsache in den Bundesländern. Was kann? Forschung sollen gesenkt werden, ja. Wir haben kein Geld. Falls jemand. Parteien senken. Partei. Die FDP wird für immer die Partei von nebenan sein. Ja, von nebenan. Aber auf jeden Fall. Und ist hier. Keine politische Statement. Herr Frohnmeier. Mein Herrn Frohnmeier, wahrscheinlich ist der aber auch schon zu bekannt. Warum habe ich die alle so bekannt gestellt? Kennt jetzt nicht wirklich jeder, ne? Herrn Frohnmeier vielleicht noch. Frau Höchst jetzt aber, obwohl die meisten Menschen nicht. Oder kennt ihr nicht Frau Höchst? Wenn ihr euch mit beschäftigt, könnte es gut sein, wenn ihr euch nicht so sehr ersetzt. Dann werdet ihr hohe Entwicklungshilfe denken. Schon mal ein Vorstoß, der selbst von der Regierung hier abgeschmettert wird. Hauptsache die AfD ist natürlich dafür. Reinwähler, ja. Aber der Rest der Regierung hat es irgendwie ein bisschen abgeschmettert. Und auch irgendwie. Stimmt von der AfD eigentlich. Wem auch sonst. Ja, Frau Weidel ist doch wieder mal außen. Bauen sie Berlin ein. Och, kleiner, die Piraten, das ist mal. Frau Schmidt ist leider gestorben. Herr Günther Schmidt, Herr Günther. Herr Günther Schmidt. So. Linke, Grüne, Union. Hilfe. Nein, hallo. Muss ich ja gefühlt ins Mikrofon schreien, dass der mich versteht. Tut mir jetzt leid, wenn ihr mich am Anfang irgendwann mal nicht gehört habt. Das ist ja grauenvoll. So, geht's? Ah, ja. Ich glaube, so ist es deutlich besser. Das tut mir jetzt leid, wenn das auch in den letzten Folgen vielleicht dann scheiße war. Dann entschuldige ich mich
Nachhinein, aber immerhin habe ich es irgendwann bemerkt. So, ich glaube, jetzt müsste das ganz gut passen. Jetzt aber erst. Ich hoffe es einfach mal. Meine Güte. Ja, könnte passen, ich weiß es nicht. Wenn jetzt zu große Background-Noises sind, tut's mir leid. Aber sonst hört man mich ja gar nicht. Das ist ja schon irgendwie. Ja. Neues Mikrofon nötig. Irgendwie sowas sagt mir das gerade so. Muss ich sagen, es stimmt. Aber es funktioniert noch. Nee. Aus Prinzip. Wir haben jetzt zweimal die Regierung unterstützt, da müssen wir jetzt mal dagegen stimmen. Bei diesen Beitragssätzen habe ich keine Ahnung, was die bedeuten. Also. Skandal, das heißt, wir ziehen nicht ein. Au, schon. Wir versuchen es nochmal mit der Radiowerbung zu kompensieren. Ich kann gerade irgendwie nichts mehr sehen. Weiß nicht warum. Mein Augenlicht lässt spät am Abend schon mal nach. Anscheinend hatte ich bisher noch nicht, aber gerade lässt es ein bisschen nach. Das ist optimal. Solange ich noch halbwegs lesen kann, was hier steht. Ach du Scheiße. Ja, ich nehme die Folge jetzt um Mitternacht auf. Das ist eigentlich für mich relativ spät für eine Folge. Ich weiß. Andere, die großen YouTuber, die machen das um 3 Uhr morgens. Habe ich auch schon gemacht. Um diese Zeit jetzt, aber ich mag es lieber so am geordneten Nachmittag, wo man noch was sehen kann. Und ja. Aber gerade ist irgendwie totaler Ausfall bei mir. Ich hätte lieber die Videos morgen ausfallen lassen sollen. Das ist, ja, wenn alle dafür stimmen, stimmen wir dagegen. Ja, und ich. Macht mit. Und die Partei. Super, da macht die Partei auch nochmal was Sinnvolles. Es muss ja nichts bewirken, aber man kann mit seiner Stimme ein Zeichen setzen. Übrigens auch, wenn ihr wählen dürft. Geht wählen. Und selbst wenn ihr den Wahlzettel völlig ausmalt, selbst das hat dann wieder einen Sinn im Endeffekt. Damit zeigt ihr, dass ihr unzufrieden seid. Oder wählt irgendwelche komischen Parteien. Parteien, die ich niemals in den Landtag, Bundestag, Stadtrat, wie auch immer, was bei euch ansteht, kommen können. Zum Beispiel Bündnis C, wenn ihr. Gibt's das noch? Weiß ich nicht. Halt irgendeine Partei, wenn ihr die identifiziert und ihr keine großen Unterstützer habt, wählt ihr bei dir als gar keine. Und vielleicht, wenn das ganz viele Leute machen würden, wird es irgendwann mal eine kleine Partei in einen Landtag schaffen. Ich habe ja irgendwie das Gefühl, dass es die Partei irgendwann mal ins Abgeordnetenhaus schafft. Oh, die AfD. Aus Prinzip. Schade. Das war jetzt über 100.000 völlig verschwendet. Und wir wollen wieder die Entwicklungshilfe senken. Wunderbar. Übrigens, vielleicht ist euch schon aufgefallen, dass der Sendeplan in letzter Zeit ziemlich, sagen wir mal, ausgedünnt ist. Es wird auch erstmal bleiben. Ich habe vor, den Sendeplan im Laufe der Zeit auf 2 Videos pro Tag wieder zu drücken. Das mit den 3 Videos war eine Testphase. Und die 3 Videos sollten eigentlich eine Ausnahme bleiben. Ich versuche das wieder runterzudrücken auf 2 Videos, indem ich jetzt ein paar Projekte ein bisschen eingestampft habe oder auch seltener gemacht habe, ist das auch ganz gut möglich, denke ich. Muss ich aber gucken, wann ich das starte und so weiter, deswegen ist jetzt gerade so eine Übergangsphase mit 1-2 Videos pro Tag. Mal ist 3, mal ist 1, mal sind 2 und momentan ist der Sendeplan so ein bisschen außer Kraft gesetzt. Ja, ist dann halt so, sage ich mal. Ich gucke mir jetzt gerade an, welche Projekte die beliebt sind und schreibe danach dann irgendwelche groben Sendepläne erstmal und gucke dann, wenn ich mir das länger angeguckt habe, nach einem endgültigen erstmal, ja, den dann eh jede Woche. Elisabeth Winkelmeier-Becker. Jetzt habe ich schon mal nachgeguckt, wie die ganze heißt, glaube ich. Ja. Gut. Eigentlich, da das heute laut meinem provisorischen Sendeplan das einzige Video ist, müsste ich jetzt noch ein bisschen weitermachen. In 10 Minuten an einem Tag ist schon wenig.
Aber 10 Minuten ist reicht irgendwie auch. Denn ist halt die Blauen. Jetzt eigentlich hier aus. Union, SPD, Grüne und die Union hat wieder übernommen. Ganz viel ist hier. Ganz, ganz viel. Mich interessiert hier die AfD, die Alice Weidel, die ist irgendwie immer, aber diesem Let's Play wohl das erste Mal. Info verläuft die Strafmöglichkeit. Maximaler Strafe. Okay. Gefängnisauslastung, die siebte, ist doch schön. Oder nicht schön, je nachdem. Ansehen, Europäische Union. Hui. AfD-Regierung. Was? Kam aus, dann sag ich. Da gibt's wohl Regierungen, die mehr ausgeben. Obwohl, das sind ja Jahre. Na egal. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.